Dieses Spiel hat keine Altersbeschränkung. Wir wünschen euch allen viel Spaß. Hier, mach weiter. Soll ich weitermachen? Du hast es verbockt. Damit ich hier leiden kann. Du hast das jetzt gekauft? Ja, ja, du hast es gekauft. Okay, pass auf. Warte mal. Wir haben hier 5. 6. Ich hier gleich bauen. 5. Ansonsten aber Megan einer Pars geht. Has sent in a very thorough quote for today's nice words of the day. Remember that you are strong and der Rest ist ja eigentlich kaum belegt. Psychiatrie, also der Psychiater war noch belegt. That's a lot of nice words, my okay, das heißt, wir bauen auf jeden Fall noch. Kannst schon bauen. Bitte? Kannst schon bauen. Die noch größer zu bauen, macht ja keinen Sinn. Nee, ist unsinnig, ja. So, pass auf. Noch Feuerlöscher rein. Ich glaube nicht, dass sie in Flammen aufgeht. Eine Heizung, ist doch egal. Eine Heizung kommt hier rein, so. Oh, dann können wir das ganze Ding direkt mal kopieren. Zwei oder soll man mehr bauen? Nehmen wir erstmal nur zwei. Wir müssen ja gucken, du kannst hier so viele Ärzte einstellen, ne? Nicht so viele einstellen, ja gut. Eben brauchen wir das Psychiater, den musst du schon mal nehmen. Die fertig. Noch einen Psychiaterraum bauen wollen. Ja, den bauen wir auf jeden Fall. Wollen wir nicht für bauen? Da, Psychiatrie. 3x3. Nee, mach das in die Mitte da, oder geht das? Das ist ein Gang mit Eingängen ist, sonst baust du dir da wieder zu. Die Tür dahin. Okay. Oh, Stühlchen, Bänkchen, Lettichen. Wie noch ein Aktenschränkchen. Feuerlöcher. Den. Vielleicht nichts drin, was brennen kann, aber er kriegt einen. Jukka kommt auch natürlich rein. Soll schön aussehen, ne? Heizung auch auf jeden Fall. Habe ich noch, hier hatte ich die gesetzt. Oh, wunderschön. Türchen zum Warten kannst du auch noch hindengeln. Hi Thunder, zockt ihr LS19, wenn es kommt? Also ich bin da sehr von angetan, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe das auch privat immer gezockt. Ja, hier hörst du schon. Aber LS19 hat Trommelwirbel, ein Koop-Modus. Man hat ihn eigentlich schon immer über Server, aber diesmal soll wohl mehr Augenmerk drauf gelegt worden sein. Also ich wäre auf jeden Fall dafür, zur Not alleine, ja. Guck mal, also zweimal kaufen, der ist ja nicht nur ganz so günstig, ne? Also ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass er ihn spielt, ist bei 99%. Das Psychiater hier? Weißt du links nicht, wann er kommt? Der Landwirtschaftssimulator 19. Meinem November war das. 10. November oder so, ich bin mir nicht sicher. Ich habe auf jeden Fall auf der Wunschliste drauf. So, was haben wir hier? Unhygienisch kennt? Nein, das wollen wir nicht. Der Junge von nebenan schmutten. Brauche nicht eigentlich, ne? Na super, jetzt können wir ja zwischen Pest und Cholera wählen. Wir wollen Trecker fahren. Ja, ich nicht. Ja, ich weiß, die meisten Leute denken, wie kann man so spielen? Aber es macht schon Spaß. Ich hatte es damals auch und ich habe das eigentlich wegen unserem Sohn angefangen, damals zu spielen. Hat es auch am Anfang ein bisschen belächelt, aber also ich glaube, die LS-Teile insgesamt habe ich locker 200-300 Stunden damals gezockt. Und ja, man kann da auf Pferden reiten, Pferde züchten, leider aber nicht mit Helfer. Also man kann keine Helfer dabei einstellen. Das heißt, du musst wirklich jeden Tag, ich glaube, 10 Minuten oder so reiten, die Viecher. 20. November schreibt sie an, The Thunder, danke. Und dann kann man die gewinnbringend verkaufen. Objekt. Bänkchen. Ja, reizt mich auch jetzt nicht wirklich. So Pferdchen. Was?
Nee, danke, schreibt Gurt. Das ist jetzt ungünstig gebaut. Du kannst hier noch rutschen, du bist zu weit weg. Nein, den, der an der Wand steht, Ding. Der. Du musst auch noch Waschbecken reinbekommen, ne? Wie heißt die Sache? Ich hab es ihm gesagt. Ja, du kannst das noch rutschen. Du bist zu weit weg. Hallo? Ja. Sander hat Stroh bestellt. Ja, es gibt ja total viele Fans von dem Landwirtschaftssimulator. Ich hab Landwirtschaftssimulator live, wenn ich aus dem Fenster gucke. In echt und bunt und Farbe. So. Dann schon lieber Krankenhäuser mit viel zu kleinen Klos und viel zu engen Gängen. Du hast in den Kommentaren noch geschrieben, du möchtest in eins unserer Krankenhäuser. Ich habe dir gesagt, du wolltest dir das vielleicht überlegen. Ich würde da nicht hingehen. Weiterbildung benötigt. Der gute Mann, Ausdauertraining. Aber wenn wir jetzt wieder weiterbilden, dann fehlen die uns wieder hinten in den Räumen. Da müssen wir eigentlich nochmal jemanden einstellen. Ja. Was wir aber jetzt nochmal spielen wollten, war Prison Architect. Prison Architect, ja. Ja. Auf jeden Fall, weil da gibt es jetzt auch den Koop-Modus, zumindest in der Beta-Phase momentan. Das sollte, Kurt, ja, sollte dich ja hoffentlich mehr anspielen. Ja, das habe ich damals auch, ach Gott, keine Ahnung, wie lange gezockt. Fand ich immer sehr cool. Hier. Da habe ich voll Bock drauf. Gesundheit kritisch. Termin Arztpraxis. Unterwegs zu Warteschlag. Kannst du... Kannst du auf den ersten Platz setzen. Aua, 266 Tage? Ah. Ja, wir sind rasend schnell in unserer Behandlung. Was ist mit allem machen? Da oben, dein Oppe-Bildungszimmer, da steht ein Tisch falsch. Der kollidiert mit der Heizung. Ist da zwei Heizungen drin? Jetzt, einer gestorben? Wieso geht der weg ganz da? So an, da ist der geht zum Arzt. Da ist noch einer tot. Gut, dass wir den Auftrag eben nicht angenommen haben. Du möchtest ein Geist werden, ja. Da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Haben wir einen Hausmeister, der Geister austreiben kann? Glaubt nicht. Guck mal in unsere Personalliste. Drei Hausmeister? Ja. Aber keiner kann das, was wir brauchen. Na gut, schon mal einer. Wir haben es ja. Wir haben, ja, haben leider keinen, der das kann. Ja. Ja, man kann nicht alles haben. Nicht weiter, ne? Nein, irgendwas machen wir verkehrt. Besuch des Gesundheitsministers. Besuchsstation. Sieht sich alles an. Ja, das kann man gerne machen. Unser Krankenhaus ist tippitoppi. Schlechte halt Schuss. So ein bisschen. Oh. Abend zu so ein toter Umgang, mein Gott. Oh, ja. Hat man noch eine Station bauen? Ja, dann bauen wir eine große da unten dran. Riesiges Ding. Gib alles. Komm, so. Komm, so. Nein, wir müssen auch noch andere Räume bauen. Die Katze möchte auch größer haben. Ja, die Katze hat auch keine Ahnung. Katzen sieht man gar nicht. Sieht man nicht. Gute Nacht, Stefan. Gute Nacht. Passt doch. Ich? Doch, doch. So. So, ho. Kann man da unten das Post machen? Heizung. Oh, haben wir vergessen. Ja, habe ich vergessen. Auch im Klo, ne? Habe ich keine gesetzt, glaube ich.
Wenn du so, warte mal, so. Da hätte ich jetzt nicht hingesetzt. Ah ja, mein Gott. Folgende Gerät kann durch ein Upgrade. Ah, wir hätten noch Upgrades machen können, ne? Ja. Haben wir ganz vergessen wieder. Das habe ich irgendwie nie auf dem Schirm. Helles Köpfchen. Das ist sonst wie etwas entspannter. Warteschlange 1, 2. Oh, noch so 5. Ist da hier überhaupt was? Kann ich das auch verschieben? Aufheben, ne? Ja, hoch. Gehen wir hoch. Geht nicht. Okay. Und warum laufen die da? Wieso laufen die da? Warte mal. Weil ein Geist ist. Achso, okay. Ich denke, was war das? Pin drücke auf hoch und alle laufen. Da kannst du die, oder so. Kannst du einstellen, wie frequentiert die Räume sein sollen. Also wie ich das verteile, glaube ich, mit dem Hoch und Niedrig. Ja, hier, ja, mit dem Geist ist natürlich sehr super optimal, ne? Guck mal nochmal. Warum hat er so viel zu tun? Ist gut. Alle wollen nur zu diesem einen Arzt. Ja, oder? Da in diesem Raum, den müssen wir nochmal bauen hier, die, diese allgemeine Diagnose. Nee, brauchen wir nicht, weil hier ist keiner drin. Hier ist keiner drin. Allgemeine Diagnose. Ach, das ist, oh Gott. Entschuldigung. Da sind wir momentan 6 auf 7. Wieso sollten wir das bauen? Dreimal drei, wie viel haben wir da unten jetzt? Noch 2, ja. Ja, oder so. Not können wir da noch einen Raum zwischensetzen und dann war es das. Oder wir stellen die Rezeption da rechts in die Lücke. Die Rezeption können wir noch da umbauen. Ja, aber es. Was, da müssen wir einen Pfleger reinsetzen, ne? Oder nee, ein Arzt muss da rein. Putzfink. Grüner Daumen. Mädchen von dem an. So. Aber wir haben schon wieder die Heizung allgemeine vergessen. Diagnose: Arzt kann hier nicht arbeiten. Oh. Schleicht er jetzt gerade durch die Gänge. Ich meine, da muss ein Assi, also ein Assistent oder ein Pfleger rein, muss man gucken. Krankenpfleger. Drück mal drauf, ja. Der wird gucken. Krankenpfleger. Krankenpfleger, ja. Ist ja hier an dem Symbol auch Zeug. Ist ja gut. Starkes linkes Bein. So. Hier auf Schnellvorspulen. Und schauen wir mal, ob sich da jetzt irgendwas getan hat. Ob wir das jetzt ein bisschen besser in den Griff bekommen. 42 von 50 Patienten haben wir schon geheilt. 9 von 20, 45%. Oh. Heilungsrate sieht schlecht aus. Wir müssen wahrscheinlich qualifiziertere Ärzte haben. Und vielleicht die Maschinen mal upgraden. Ja, dann mach mal. Ich bin zu alt geworden für diesen Scheiß. Emily Sandwich. Ich hätte gerne ein richtig großes, schickes Pausenzimmer, um mich von einer harten Arbeit zu erholen. Erreiche die Stufe 4 mit dem Zimmer Pausenzimmer. Nein. Brauchen wir nicht. Stufe 4. Wer kann das nutzen? Ich hätte gern Spielautomaten tatsächlich. So ein Billardtisch oder so. Oh, Dartscheibe wäre auch cool. Fernseher hätte auch was, könnten wir sogar kaufen, aber erhöht Ausstattungslevel. Bietet Unterhaltung. Trainingsgerüst. Bietet Unterhaltung. Okay. Das können wir uns alles nicht leisten. Den Fernseher theoretisch sogar schon, aber na gut. Muss ja nicht sein.
Ich würde auch sagen, wir sollten vielleicht auch so langsam zum Ende kommen. Auch schon spät. Morgen müssen wir ja auch wieder rausarbeiten. Da bin ich auch für. Ja, es geht ja nicht vorwärts. Ich dachte eigentlich, wir können das Level vielleicht noch kurz enden. Ja, ich glaube, das wird so schnell nichts. Temperatur kommt vorher, wir müssen 10 von 20 von der Heilungszeit, haben wir nur 50%. Willst du es nochmal schnell Vorlauf machen? I'm delighted to say I will be giving a lecture at our local university. Müsste vielleicht hier mal so ein Upgrade machen und die reparieren, wäre auch nicht verkehrt. Aber wenn ich die jetzt auf Reparieren setze, dann geht ja gar nichts mehr. Perhaps my contribution will put a halt to the alarming decline in educational standards in our community. Ah, 45/50. Ja, das kann. Was war das? Das hört sich nicht gut an, ist einer umgekippt. Hungrig stirbt. Wegen Fähigschlange Behandlung. Braucht einen Snack. Ja Leute, hier sind doch überall Automaten, ey. Ja, guck mal, der ist gestorben, schon gibt's Erdbeben. Kurz vorm Automaten hat er das Zeitliche gesegnet. Hast du das gesehen? Noch 7 Schritte, dann hätte er endlich was zu futtern gehabt. Oh, heute, also Patienten. Wahnsinn. Gehen die Ärzte eigentlich an automatisch irgendwann weg? Die Geister? Ja. Oh, gleich haben wir das geschafft hier. Es wird auf jeden Fall besser. Nee, das war noch einer. Guck mal, bei den Hausmeistern, vielleicht können wir jetzt noch einen einstellen. Wenn wir die Geister nicht hätten, würde ich behaupten, würden wir vielleicht sogar reißen können. Hausmeister? Ja, Moment. Das ist doch nicht so. Nimm mal einen von unseren Hausmeistern oder stellst nur einen ein und bildest den fort mit einer externen Kraft. Der heißt... Kleid. Da weiterbilden. Genau, was habe ich gesucht? Geisterjägerei. Und zwar Ausbilder von außerhalb nennen. Sowas von. Wir starten den Kurs. Wird oh, Zeit. Noch einen. Guck mal, jetzt läuft er noch schneller. Was? Yay, hab's auch noch geschafft. Freigeschaltet, kleiner Heizkörper. Geschätzter Krankenhausleiter und Leiterin natürlich. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit nur einem Stern bewertet. Mit einem Stern von einem möglichen. Sie leisten hier wunderbare Arbeit beim Verarzten dieser törichten Freizeitspinne. Ich selbst war nie ein Freund von Outdoor-Aktivität. Das Land sollte dem Profit der Grundbesitzer dienen, nicht als Reiseziel von Wanderflüchtlingen. Naja, fahren Sie mit der Knochenklempnerei fort, um noch mehr Belohnung zu verdienen oder erweitern Sie an Organisation. Ich würde sagen, wir machen im nächsten Level weiter, aber an der Stelle würde ich jetzt... Bitte? In der nächsten Aufnahme. Genau, würde ich erstmal Schluss machen, weil wir haben schon... Alle Haie machen! Also, wir müssen morgen raus und leider morgen ja noch kein Wochenende. Wenn da noch kein Wochenende ist, würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Bye!